Die Deutsche Bahn hat verdeckte PR im Internet gemacht? Unglaublich. Haben die doch gar nicht nötig angesichts des hervorragenden Angebots und der sehr guten Serviceleistungen. Ernüchterung in Berlin. Nicht nur die Opelaner, sondern auch die Amerikaner sind wohl nicht mehr zu retten. Präsentieren die beim Treffen plötzlich neue riesige Finanzlöcher. Für den Steinbrück waren das ab dem Moment sicher nicht nur Finanzlöcher da auf der anderen Seite des Tisches. Ja, die neuen Zahlen lasen sich wie die reinste Horrorstory. Nur leider nicht so gemütlich wie etwa auf dem Klo, wo man das neue Werk des japanischen Horrorautors Koji Suzuki lesen kann. Nämlich auf Toilettenpapier. Dann kann man sich beim Lesen auch nicht in die Hosen machen. Und auch nichts für schwache Nerven sind übrigens die Skulpturen von Barnaby Barford, der die klassische Porzellankunst mal etwas entstaubt hat und Motive wählt, die auch wieder jüngere Käuferschichten ansprechen könnten. Oh, aber ich hoffe mal, ihr habt jetzt keine Angst, wenn ihr heute Nacht im Dunkeln aufs Klo müsst. Ja, sonst nehmt halt eure Freundin mit. Vorausgesetzt, die hat dieses schicke Gewand an, das mit Hilfe modernster LED-Technik erstrahlt. Die Frau vom Leuchtturmwärter hat wohl schon eins. Zu dunkel dagegen wäre sicher die Freizeitkleidung, die diese beiden Brüder herstellen. Fetisch- und SM-Mode nämlich. Und das, wie die New York Times hier berichtet, mitten in Pakistan. Von wo aus sie mit ihren westlichen Kunden über $1 Million pro Jahr verdienen. Sogar über 1 Million hat Hartmut Medorn ausgegeben, um sich was Gutes zu tun. Mit verdeckter PR und gekauften Artikeln. Da empfehlen wir jetzt schon aus Protest, nur noch Ausflüge mit dem Fahrrad zu machen. Wo am besten? Das verrät bikemap.net. Eine Website mit einer riesigen Sammlung von Radtouren, vor allem in Deutschland und Europa. Und ein jeder kann natürlich auch seine Lieblingsfahrradroute hinzufügen. Dasselbe gibt es übrigens auch noch für Wanderer, Jogger, Motorradfahrer und Inlineskater. Wie wär's an Pfingsten zum Beispiel mit einem Ausflug nach Paris? Dass sich das lohnt, kann man ja auf enjouraparis.com sehen. Ein sehr schönes Fotoblog eines Fotografen, der jeden Tag versucht, Motive zu finden, die man noch nicht von jeder Postkarte kennt. Ja, genießt das Pfingstwochenende, geht raus in die Natur. Gerade für uns Großstadtmutanten gibt es da so viel Neues zu entdecken. Hat sich auch der nette junge Mann in dem Animationsfilm This One Time von Nelson Bowles gedacht. Und deshalb seinen, Hund und eine Stulle eingepackt, um draußen die Natur zu genießen. Die davon allerdings nicht so begeistert ist. Aber zum Glück ist sein Vierbeiner genauso treu wie dieses Exemplar. Das sogar auf zwei seiner Beine verzichtet, um Herrchen und Frauchen auch in schwierigen Situationen nicht allein zu lassen. Nächste Woche gibt's dann einhändige Liegestütze. So, und jetzt noch die Zuschauerfrage. TomTom1910 fragt, wann gibt es mal wieder einen Moderator? Oder gibt es keinen redegewandten Mann? Redegewandter Mann? Schwarzer Schimmel? Nein, okay, die gibt es schon. Aber männliche Moderatoren machen unseren Zuschauern einfach immer viel zu viel Arbeit. Wie mit der Ehrensenfpartei. Damals hat Marc die Weltherrschaft bei Power of Politics eingefordert. Fast 2 Jahre hat es gedauert, aber nun ist es soweit. Ehrensenf ist die stärkste Partei in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein und stellt dort Bundeskanzler, Regierungschef und Bundespräsidentin. Wir sind mächtig stolz auf Miriam, Rod, Anja, Fuchs, Wolfgang und alle anderen und sagen danke, danke, danke. Und zur Belohnung gibt es den Hummeltanz von gestern in voller Länge. Viel Spaß! Also ich hatte ihn jedenfalls. Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss. Ja, Perro, das sieht ja schon gut aus, aber geht's ein bisschen dynamischer?